Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchrezension. Wahrscheinlich die mit dem längsten Titel überhaupt. Also das Buch, nicht die Rezension. Diagnostik und Behandlung von Essstörungen, Ratgeber für Patienten und Angehörige, eine Patientenliste der Deutschen Gesellschaft für Essstörungen. Das ist der Titel des Buches. Da ich selber jahrelang an Essstörungen gelitten habe oder an einer Essstörung gelitten habe und nach den Kriterien des Buches immer noch an einer Essstörung leide, war es mir ein besonderes Bedürfnis, das Buch zu lesen und euch vorzustellen. Nun kam direkt bei der Definition von Essstörung die Erkenntnis, dass mein jahrelanges chronisches Überfressen überhaupt keine Essstörung sei, sondern es zählt nur die Magersucht, die Bulimie und das Binge-Eating dazu. Was das ist, wird dann auch im Buch kurz erklärt. Magersucht, das ist der Wunsch, immer dünner zu werden. Und Bulimie, das sind geplante Fressattacken, abwechselnd mit Erbrechen, mit Abführmitteln oder mit Hungerphasen, die diese dann sozusagen ausgleichen sollen. Und Binge-Eating. Und das ist quasi die Bulimie ohne Erbrechen, Abführmittel und Hungerphasen. Also dass man sich einfach hin und wieder überfrisst, so fressattackenmäßig. Das Binge-Eating. Dass man sich ständig überfrisst, ist im gesamten Buch überhaupt nicht erwähnt. Und überhaupt nicht im Fokus dieser Gesellschaft für Essstörung. Das ist ein Schlag ins Gesicht eines jeden Fetten, der sich eben nicht nur hin und wieder überfrisst, sondern zu jeder einzelnen Mahlzeit. Gilt das etwa nicht als psychisch gestört? Gilt das nicht als Essstörung? Unfassbar. Und es hat mich einiges an Überwindung gekostet, das Buch weiterzulesen und für euch zu rezensieren. Der eindeutige Fokus, das ist, sind nicht die Massen an Menschen, die an einer Essstörung leiden. Also, das ist ja keine Essstörung laut des Buches, sondern der Fokus des Buches. Ja, das sind einfach nur die Menschen, die immer mehr abmagern und sehr dünn werden. Das ist der klare Fokus des Buches. Das sollte man unbedingt wissen, wenn man das Buch für stolze 30 Euro erwirbt. Es wird zwar peripher immer auch mal auf, dass man zu viel essen kann, eingegangen, aber der Fokus ist ganz klar die Magersucht. Und die Magersucht, O-Ton des Buches, beginnt zum Beispiel mit einer vegetarischen Ernährung. Mir ist unbegreiflich, wie in einem Buch, dessen Ziel, die Gesundheit der Menschen zu forcieren, ja, darin liegt, da hier bewusst unter allen Möglichkeiten, die es gibt, gerade eine eher gesunde Möglichkeit als Ausgangspunkt negativen und destruktiven Handelns darstellt. Vegetarische Ernährung wird hier völlig unnötig stigmatisiert. Und das ist, ja, wie wenn man beim Dominospielen aufpasst, die aktuellen Steine nicht umzuschmeißen, aber mit dem Arsch an anderer Stelle alles einreißt. Das heißt, hier in dem Büchlein ist keine Stringenz, was die Gesundheit des Menschen angeht, ja, zu erwarten, sondern ein von ja, ganzheitlichen gesundheitlichen Zusammenhängen losgelöster Ansatz des Schreibens zu finden. Und das, ja, muss man erstmal verdauen. Auch nachdem man dann die Einleitung hinter sich gelassen hat, wird im Kapitel "Habe ich eine Essstörung" quasi jeder Mensch, der gesundheitsorientiert lebt, als essgestört eingeordnet, wenn sozusagen die Beschäftigung mit dem Essverhalten einen sehr großen Raum im Leben einnimmt des Menschen. Und ja, und das muss man erstmal verdauen. Und jetzt zu weit auszuholen, aber wenn ein Mensch sein Essverhalten gesünder gestalten möchte, dann muss er ein neuronales Netz verändern, die ungesunde Ernährung, oder muss das überlagern. Das ist aber nur möglich, sich zu ändern, eine gesunde Ernährung, mit einer permanenten Auseinandersetzung mit dem Thema. Das ist die Charakteristika von neuronalen Netzen. Wenn sie ständig befeuert werden, dann werden sie immer größer. Und um es zu ändern, musst du ein neues neuronales Netz bilden oder das andere ändern mit ständiger Befeuerung. So ändert man sich. Das Permanente ist wichtig. Und anhand der vielfältigen Zivilisationskrankheiten, an denen die moderne Gesellschaft heutzutage leidet und die nachweislich durch eine falsche Ernährung stark katalysiert, wenn nicht sogar ausgelöst sind, ist es sogar wichtig, sich wirklich permanent mit seiner Ernährung zu beschäftigen. Aber wenn man das tut, ist man essgestört. Also psychisch krank laut dieses Büchleins. Auch hier eben wieder diese fehlende Stringenz zu einer ganzheitlichen Herangehensweise in puncto Gesundheit des Menschen. Positiv anzumerken ist dann eine ausführliche Kontaktliste mit Telefonnummern und Webadressen, zu denen man oder die sie kontaktieren kann, wenn man sich irgendwie immer merkt, dass man hat eine Essstörung, also eine richtige Essstörung. Zeitgleich auch der aktuellen Situation im Internet Tribut zollend, wo diverse Versprechen abgegeben werden, die dann kommerziell vermarktet werden und oftmals keine optimale Hilfe darstellen, wird dann auch darauf verwiesen, dass man dann halt ja, wirklich sich eher an die offiziellen Stellen wenden sollte. Verantwortungsbewusst, ja.
auf jeden Fall positiv. Ist auch ganz schön viel, wo man sich dran wenden kann. Gut, gibt's einen Daumen nach oben. Danach gibt's, nachdem diese Kontaktliste sozusagen, nachdem man dieses da durch hat, gibt's eine Übersicht, wie man Magersucht, vor allem Magersucht behandelt und was man darüber wissen sollte. Allerdings wird hier auch hier so ein wirklich ein völlig unrealistisches Bild des Ist-Zustands angegeben, was vor allem die Praxisrelevanz des Buches eindeutig schmälert, da gerade die Angst vor einer Behandlung ein großer Punkt der Betroffenen ist, sie an die Öffentlichkeit zu gehen und sagen, ich bin magersüchtig, also an die Öffentlichkeit, an einen externen Ansprechpartner. Hier wird zum Beispiel wortwörtlich Folgendes gesagt: Ärzte und Psychotherapeuten werden nicht über sie urteilen. Man will offensichtlich den Magersüchtigen beruhigen. Aber das ist absolut unrealistisch und das schürt Erwartungen bei den Patienten, dass sie neutral und wertungsfrei behandelt werden. Und das ist sicher ein schöner Gedanke und vielleicht auch der Anspruch, den wir an einen Psychologen haben. Aber das ist hier kein I have a dream Buch, sondern das ist eine Leitlinie für Patienten und da sollte die Realität, die Praxisrelevanz eine große Rolle spielen. Und hier wird singulär ein Ideal in den Raum gestellt und überhaupt nicht mit der aktuellen Situation abgeglichen. Auch hier wirklich wieder kein Anspruch an Ganzheitlichkeit. Was sich dann auch in Statements wie begleitende Erkrankungen behandeln widerspiegelt. Begleitende Erkrankungen. Das sind zum Beispiel Depressionen, welche eben die Magersucht begleiten. Aber sie begleiten die Magersucht nicht, sondern sie wirken mit ihr zusammen. Ganzheitlich eben. Positiv muss man aber auch anmerken, dass medikamentöse Behandlungen und Antidepressiva und Neuroleptika nicht empfohlen werden. Zumindest gegen die Magersucht und da auch keine Wirksamkeit attestiert wird. Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass das in dem Buch auch gepostet wird oder geschrieben wurde. Aber diese Positivität dieses Fakts entsteht aber eben auch wieder durch die losgelöste Betrachtung der Elemente. Überspitzt formuliert findet man hier eine, ich würde schon sagen, wirklich überspitzt formuliert eine Werbebroschüre für Magersucht und angrenzende Institutionen, welche singuläre Aspekte losgelöst eines ganzheitlichen Anspruchs sowohl an die Gesundheit im Allgemeinen als auch mit der Wirkung der Broschüre als solches darstellt, mit dem Ziel eine Zielgruppe zu erweitern und quasi seine eigene Existenz zu rechtfertigen. Dazu muss man auch wissen, dass die Veröffentlichung der Broschüre mehrere Monate nach dem eigentlichen Termin erst passierte, was auch wieder ein Indikator dafür sein könnte, für dieses unkomplette und ungute Gefühl, was man beim Lesen und beim Rekapitulieren der Broschüre spürt. Ne? Und da haben wir jetzt dann eben auch der Preis. Das Buch umfasst 70 Seiten und kostet 30 Euro. Ich kann hier wirklich niemanden eine Kaufempfehlung aussprechen. Dieses Buch bekommt einen Stern für seine Existenz als solches und einer sehr wichtigen Thematik. Dieses Buch birgt mannigfaltige Gefahren, gerade was die Diagnose einer Essstörung als auch die Erwartungen an eine Behandlung angeht. Ich habe das Buch kostenlos bereitgestellt bekommen. Danke dafür an den Verlag. Aber mein Urteil ist losgelöst von der Art und Weise, wie ich das Buch erworben habe und wird einfach immer ehrlich und authentisch sein, wie wirklich jede Rezension, die ihr bei Christian Checkt findet. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen und das war die Rezension für heute. Euer Christian. Ciao.